der Mediation nun über den begonnenen Anhörungs- und Diskussionsprozess hinaus in demokratischen Bahnen fortzusetzen, nämlich durch Klärung der formalen Bedingungen zur Schaffung von verpflichtenden regionalen Mitgestaltungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten durch Bürger bei Projekten dieser Art. Unsere Forderungen an das heute sich formierende Geothermieforum sind deswegen auf wenige Punkte zu reduzieren. Es muss eine unabhängige und kontrollierbare Führungsstruktur eingesetzt werden. Das Geothermieforum ist kein Öffentlichkeitsarbeitsinstrument, sondern ein Beratungsgremium für Standort, an denen Geothermie projektiert wird. Es kann informell begleiten, aber auch verhindern. Tiefe Geothermieprojekte in Trinkwassergebieten, die solche anstechen, müssen formell ausgeschlossen werden. Ein erstes Projekt des Geothermieforums sollte die Studie sein, wie rechtliche Rahmenbedingungen für lokale Bürgerentscheide geschaffen werden können. Das Geothermieforum selbst kann dazu einen Leitfaden für die Herstellung geeigneter öffentlicher Transparenz erstellen, an dem sich Bürgermeister und interessierte Gemeinden dann auch orientieren können. Eine weitere wichtige Forderung ist, dass das Land seine Gestaltungsmöglichkeiten auch zur Auslegung des Bergrechts besser nutzt. Seit 2004 gibt es die Tiefbohrverordnung, Bergverordnung des Oberbergamtes für das Saarland und das Land Rheinland-Pfalz für Tiefbohrungen, Untergrundspeicher und die Gewinnung von Bodenschätzen durch Bohrungen. Toller Name. Aber hier gibt es ganz viele regionale Entscheidungsspielräume und es sollte kein Problem sein, diese Verordnung auch für Geothermie auszuweiten. Damit wäre das Bergrecht als permanente übergeordnete Kontroll- oder Verhinderungsinstanz ein Stück weit reduziert. Und im Zusammenhang mit dem Fracking kündigt im Übrigen die Bundesregierung an, verpflichtend Umweltverträglichkeitsprüfungen durchführen zu wollen. Dies sollte, wenn es in diesem Fall passiert, auch für Geothermieprojekte verbindlich gemacht werden. Das sind nicht wenige, aber mit gutem Willen gemeinsam realisierbare Forderungen.